Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Beim letzten Mal haben wir mit der deutschen Version angefangen und uns in ein kleines Abenteuer mit der Nervensäge gestürzt. Und ich bin ganz froh, dass wir im nächsten Kapitel wieder Moon spielen dürfen. Ja, los geht's. Wo bin ich? Ah, los. Sie ist ja immer noch zu Hause. Mhm. Hilf mir, Sailor Moon! Das war wahrscheinlich jetzt noch Chibi Moon. Nervensäge? Okay, nein. Chibi User? Gerade eben. Ich glaube, ich habe Chibi Usas Stimme gehört. Nein! Sitzt da ein Piep hier auf dem Regal? Nee, das ist der Wecker, ne? Oh, Luna. Was ist los, Luna? Hat es was mit Chibiusa zu tun? Nein, Hotaru ist verschwunden. Auch das noch. Vielleicht geht sie nur eine Runde spazieren. Vielleicht, aber Hotaru ist nicht so wie du. Sie läuft nicht blind durch die Gegend. Psychokatze! Was hast du eben gesagt? Ja, ist doch wahr. Jedenfalls schleichen ihr im Augenblick tonnenweise Feinde rum. Vielleicht sollte man sich da mal drum kümmern. Wenn Hotaru ganz allein ist, könnte es gefährlich für sie werden. Aber was sollen wir tun? Ich weiß nicht, vielleicht die Feinde erledigen. Oh Gott, Momo. Aber Momo darf doch nicht. Achso, Bunny! Momo, was ist los? Deine Augen sind ja ganz rot. Chibiusa ist... Was ist mit Chibiusa? Wir haben den Stein gesucht, um Mamoru zu helfen. Wir sind zur Mugen-Schule gegangen, aber dort waren seltsame Monster. Wenn ich es nur früher bemerkt hätte... Wenn ich es nur früher bemerkt hätte, hätte wir nach Hause gehen können. Warum nicht gleich hätte wir nach Hause gehen können? Naja... Bitte, Usagi, hilf Chibiusa. Mach dir keine Sorgen, Momo. Ich werde Chibiusa retten. Aber bitte hör auf zu weinen. Schnief. Ja, ist gut. Das ging schnell. Du musst Chibiusa retten. Versprich es mir, Bunny. Überlass das der großartigen Bunny, wenn da mal nichts schief geht. Es ist gefährlich draußen. Also warte zu Hause, Momoko. Ja, okay. Seit wann weiß Momoko über alles Bescheid? Hast du eine Idee, was da passiert sein könnte, Luna? Ich kann es auch nicht genau sagen. Sollte ich vielleicht immer mit zugehaltener Nase sprechen, aber da denke ich bestimmt nicht dran. Aber es gibt vielleicht etwas in der Mugen-Schule, das uns hilft. Ja, gute Idee, Sherlock. Okay, lass uns in die Mugen-Schule gehen. Okay, wir gehen jetzt garantiert nicht in die Mugen-Schule. Alles andere, das wäre viel zu clever. Ja, okay. Gehen wir mal hin. Jetzt wäre die Frage, ist das die Schule, in der wir schon mal waren? Oh, sitzt der Typ jetzt wieder hier? Ja, tatsächlich. Oh, die dicke Frau mit Perlenkette wieder. Dafür, dass hier tonnenweise Feinde rumlaufen, geht es den Leuten ja aber ganz gut. Wer bist du denn? Ich habe dieses wirklich coole Ding gefunden. Nun, wenn ich es in dem Geschäft verkaufe, also es sind immer noch Tutorial-Texte. Das sieht irgendwie aus wie Motoki, wenn Motoki ein Knirps wäre. Oh, Naru? Wie schafft es Sailor Moon, den Feind immer zu besiegen? Ja, das ist doch Naru, oder nicht? Nee, anscheinend doch nicht. Hm. Ja, wie sie das schafft, gute Frage. Die Sushi im Gemischtwarenladen sind sehr schnell ausverkauft. Daher solltest du sie kaufen, wenn du kannst. Ja, klar. Nö. Das hier ist jetzt... Ist das das Krankenhaus? Ich gehe mal kurz rein. Nee. Ach, das ist wahrscheinlich nie... Das, ja, aber wo ist denn die Mugen-Schule? Das hier ist ja demnach nicht die Mugen-Schule. Ich gehe mal hier rüber. Steht da was? Nö.
Also hier ist das Krankenhaus. Aber wenn ich weitergehe, oder ist hier noch mehr? Nö. Aber ich gehe mal ins Krankenhaus. Vielleicht ist da jemand, der mir was sagen kann. Die Outer Sentry müssten doch auch noch hier rumschleichen. So, die war doch in dem Zimmer hier ganz am Ende. Vielleicht ist da ja noch wer. Okay, Hotaru ist weg, aber das wussten wir eigentlich schon. Wo sind denn die Outer Senshi? Die sollten doch aufpassen. Die fangen schon an, genauso nutzlos wie die Inners zu werden. Wo ist Pluto, wenn man sie braucht? Ja, die eigentliche Frage ist, wo ist die Mugen-Schule? Aber hier gibt es jetzt auch keine Zufallskämpfe mehr. Hey, wer bist du? Und westlich von hier befindet sich das Juban-Krankenhaus. Ja, okay. Also nach Osten ist der Hikawa-Schrein, habe ich... Stand da gerade eigentlich Hikawa-Schrein? Da steht echt Hikawa-Schrein. Okay. Immer noch besser als Hikawa-Tempel, wenn ich ehrlich bin. Aber wo ist die Mugen-Schule? Also ich gehe jetzt mal zu der einzigen Schule, die ich überhaupt kenne. Ne, hier ist der Hikawa-Tempel. Schrein. Ich drücke nicht die Turbo-Taste, das ist die reguläre Version von schnellem Laufen. So, ne, das hier ist doch mit Sicherheit kein Rennen auf den Fluren. Würde ich nie tun. Ich gehe mal hier aufs Dach. Aber das ist doch bestimmt die ganz normale Schule. Ja, sicher ist es die ganz normale Schule. Wir haben doch die gesehen. Die Mugen-Schule war doch rosa. Da habe ich mich doch in der letzten Folge noch drüber lustig gemacht, dass da alles sehr, sehr rosa ist. Aber wie komme ich hin? Wie komme ich hin? Ich gehe mal zum... vielleicht, wenn ich noch weiter nach Osten... Hier war doch auch die Bushaltestelle. Vielleicht komme ich da weiter. Ah, da kommt ein Bus, okay. Den Bus nehmen? Nö. Wir wollen ja nicht zum Bahnhof, aber... Aber wohin wollen wir, ist die Frage. Spielzeug kaufen wollen wir jetzt nicht. Aha, hier gibt es noch was. Oh, was ist denn das hier? Das ist... ja, wer bist du? Ich habe dich hier schon mal gesehen. Wohnt nicht ein Freund von dir in diesem Gebäude? Ach, hier wohnt Mamoru wahrscheinlich. Okay. Und wenn ich hier den Bus nehme, wo fährt der mich hin? Zur Mugen-Schule, ja, perfekt. Zur Infinity Akademie, kann ich auch sagen. Oder Mugen Gakuen. Weiß ich ja inzwischen alles. Okay, ich kann nicht steuern. Das geht alles von selbst. Das Tor ist schon mal wieder offen. Das ist... Sailor Moon. Warum ist sie hier? Warum weiß sie das? Ich bin doch gerade in Bunny-Form. Locke sie zum Tomoe-Labor und töte sie. Habe verstanden, Sinn. Oh, shit. Guckt euch das Auge an. Das ist nicht der nette Dr. Tomoe. Usagi! Diese böse Energie! Ja, ich kann sie auch spüren. Wait, what? Seit wann kann sie böse Energie spüren? Aber die Energie kommt nicht aus der Mugen-Schule. Usagi, es ist das Tomoe-Labor. Ist das nicht im Keller der Mugen-Schule? Was zur... Ich habe eine böse Vorahnung. Oh, ich ahne auch was Übles. Okay. Nein, ich lese das jetzt nicht vor. Moon! Was haben wir eigentlich gerade? Es müsste Moon Cosmic Power sein, oder? Das Tomoe-Labor ist südwestlich von hier. Na, da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Na los, lass uns gehen. Kann ich da rein? Nö. Du hast noch keinen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Hat Luna das gesagt, oder war das jetzt ein
Text, war das jetzt so ein Menütext? Nein, ich weiß nicht. Was hat sie gesagt? Südwestlich, ne? Also das wäre so diese Richtung. Das sieht schon sehr laborig aus. Da ist eine Kiste und ein Lunapi. Tomoy Labs. Oh, Gegner. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ich habe vergessen, wie dieses Monster hieß. Aber... ja, hier. Macht der Liebe, Macht des Mondes, Mondstein. Hätte ich jetzt schöner gefunden, hätte man hier die Originalnamen beibehalten. Was denn? Ich habe doch irgendeine... Ich wundere mich gerade, hatte ich nicht auch eine Attacke? Ich hatte doch... Sailor Moon hatte keine Multi-Target-Attacke? Das ist ja schrecklich. Ich dachte, ich hätte eine gehabt. Naja, okay. Schneller als ich sind sie schon mal. Okay. Tja, dann werde ich wohl gleich mal wieder ein bisschen leveln müssen. Ach du Scheiße. Wollt ihr das sehen? Ich glaube nicht, dass ihr das wirklich sehen wollt. Jetzt bin ich ja froh, dass ich, bevor ich, dass ich noch mit Moon und den Outer Senshis trainiert habe, wie bescheuert. Stellt euch mal vor, wie das aussehen würde, wenn ich das nicht getan hätte. Okay, dann... Was sagt denn die Uhr? Ein paar Level-Ups nehme ich jetzt eben hier mit. Ja, was soll ich das groß kommentieren? Ihr seht's ja, wie das hier abläuft. Ich klopp mich einfach durch die Gegner durch. So, einmal heilen mit O-Saft. Leckerer Saft und bestimmt kein Alkohol. Ich könnte mal eben gucken, ob ich sie vielleicht stärker ausrüsten könnte. Was hat sie denn? Ach, gar nichts. Gar nichts ist zu wenig. Armreif steigert die Kraft und das finde ich gar nicht schlecht. Weil wirklich viel Schaden nehmen tut sie ja nicht. So, zwei Level nehme ich eben noch mit. Aber wirklich viele Punkte scheint es dafür auch nicht zu geben. Das ist irgendwie überhaupt keine Punkte, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt gab es ein Level-Up, okay.
Oh, jetzt habe ich mich nur tot geheilt. Ah, nee, es gab kein Level-Up, aber jetzt hatte ich einen. Ich habe mich nur geheilt, deswegen habe ich plötzlich Leben wieder voll gehabt. Ups. Ja, es soll uns auch mal reichen. Ich habe ja jetzt noch die Ausrüstung angelegt. Ich hoffe mal, dass das jetzt reicht. Hier liegt noch was. Ein Fläschchen Eau de Cologne. Okay, wollen wir mal sehen, wie das jetzt so aussieht. Moon Spiral Heart Attack. Ja, das gefällt mir schon viel besser. So, Luna Pi, ich benutze dich mal zum Speichern. Oh, das hätte ich vielleicht besser nicht tun sollen, aber egal. So, was sagt denn die Uhr? Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ein bisschen was können wir ja noch gucken. Gibt's hier Kämpfe? Also bis jetzt war die Lösung in solchen Gebäuden eigentlich immer einfach stumpf bis zur obersten Etage durchzurennen. Nur im Tomoe-Labor müsste man ja eigentlich erwarten, dass ich eigentlich tiefer muss, ne? Aha, scheint auch richtig zu sein. Intro-Musik? Es ist ziemlich lange her, Sailor Moon. Dr. Tomoe! Hast du wirklich gedacht, dass ich vernichtet wurde? Komm raus, um Gottes Willen! Mistress, nein! Bring Unheil über diese Person! Mach Sailor Moon fertig! Hotaru! Warum? Hotaru hatte sich doch von Mistress, nein, wieder zurückverwandelt. Was sagst du da? Wenn Hotaru nicht mehr Mistress Nine sein kann, würde sie aufhören zu existieren. Vielleicht ist Hotaru dieselbe wie früher. Wurdest du wirklich in Mistress Nine verwandelt? Sailor Moon, dieses Mal sollen wir unser richtiges Schicksal erhalten. Ich muss jetzt echt gegen Mistress Nine kämpfen. Puh, okay. Irgendwo in meinen Items gab's doch den Heiligen Gral. Ich benutze den mal sehen, was das bringt. Oh, jetzt bin ich Super Moon, okay. Das hilft gegen Mistress Nine schon einiges. Ach, und jetzt kann ich Regenbogen-Herzschmerz, also wahrscheinlich, ja. Ui, das ist schon mal einiges. Und nein, ich habe das jetzt wirklich... Hätte ich das die ganze Zeit schon machen können? Den Heiligen Gral benutzen und mich in Super Moon verwandeln? Dann war das extrem dämlich, was ich gemacht habe. Aber ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass es jetzt doch sinnvoll wäre, das mal zu versuchen. Ich wollte vorhin sagen, es ist irgendwie übel, ohne Heiligen Gral gegen sie zu kämpfen, und dann fiel mir ein, ich hab ihn ja. Entschuldige, Hotaru. Oh. Ach, jetzt ist sie wieder Hotaru, okay. Diejenigen, die sich gegen ihr Schicksal wenden, sollen sterben. Damit bitte ich dich, Kaori Knight, mach dieses Mädchen fertig. Kaori Knight? Okay. Dann machen wir das einfach nochmal. Ich,
scheine ja überirdische Statuswerte zu haben, wenn ich Supermoon bin. Oh. Warum ist Kaori Knight stärker als Mistress Nine? So, das war's mit Attacken. Jetzt greife ich normal an. Okay, das ging ja. Ohrringe hinzugefügt. Bossmarathon. Oh. Das kann nicht sein! Wir sollten uns zurückziehen, vorerst! Wer ist wir? Und wo kam Kaori Knight jetzt her? Oh! Sailor Moon! Hotarus Körper hat sich eben bewegt! Hotaru? Was ist das? Hotaru wird wieder normal! Sie war eigentlich schon normal! Jetzt ist sie wieder Mistress Nine! Was zum Henker geht hier vor? es scheint, dass Hotaru zwischen den beiden Persönlichkeiten hin und her schwankt. Ich hab's, Sailor Moon. Verwende deinen Silberkristall, um mir zu helfen. Das ist die Antwort für alles. Du hast recht, lass es uns versuchen. Eigentlich wollte ich jetzt speichern, aber bitte. Mach des Mondes, verwandle sie zurück. Brumm, brumm, brumm. Ich find's jetzt auch cool, wenn sie jetzt bei Mistress Nine stehen bliebe. Oh oh. Hä? Usagi? Hotaru, ich bin so froh. Dein altes Ich... Also... Dein altes Ich hat wieder Besitz von dir ergriffen. Du bist Mistress Nine geworden, das war seltsam. Aber hatte dich Dr. Tomoe nicht auch in eine seltsame Person verwandelt? Ach, sich! Hatte sich Dr. Tomoe, ja. Das stimmt. Aber mit der Kraft des Silberkristalls können wir ihn zurück in einen Menschen verwandeln. Wie gesagt, das ist die Antwort auf alles. Ist Papa am Leben? Er lebt, aber wie es scheint, als würde er dabei helfen, unsere Feinde wieder zum Leben zu erwecken. Hä? Hotaru, wohin führt diese Tür? Zimmer der Hexen, Zimmer der Hexen, Zimmer der Hexen. Da ist etwas hinter dieser Tür. Er ist am Türen so an sich. Ich glaube, sie wurde erst vor kurzem benutzt. Boah, wie lange kann man drüber reden, ob man guckt, was hinter einer Tür ist? Lass uns nachsehen, ob Dr. Tomoe dort ist. Oh, geil. Mach der Saturnnebel. Mach auf. Hätte ich das gewusst, hätte ich hier vorher den Spruch rausgesucht. So, ich suche mir jetzt einen Speicherpunkt vorher. Ich glaube, hier draußen war einer, ne? Und dann wollen wir doch nächstes Mal sehen, was wir da so tun können. Aber wir haben jetzt Saturn, was ich schon mal sehr cool finde. So. Einmal abgespeichert. Alles klar. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren und vor allem kommentieren. Ciao, ciao.